So. Also, das ist die neue Kartenserie, und zwar die Lego Jurassic World Kartenserie. Es gab hier schon die Sticker, aber ich finde die Karten cooler. Das hier ist die XXL Riesen T-Rex Karte, der Ultra T-Rex. Okay. Das hier ist eine Fallenkarte, umzingelt. Okay. Das hier ist Danny Niedermeyer. Okay. Das hier ist Maisie Lockwood. Mhm. Das ist John Hammond. Mhm. Den kenne ich nicht, das ist Tim Murphy. Mhm. Das ist eine Aktionkarte Raptorenerziehung mit Blue und Orange. Aha. Der Triceratops, der hier gerade wohl ausbricht, wie es scheint. Der wütende Triceratops in der Neon Edition. Die hungrige Delta. Mhm. Der Ankylosaurus, der hier gerade ausbricht. Mhm. Ein Doppel-Dino-Angriff, Blue und Delta. Mhm. Der Baryonyx. Mhm. Echo in der Limited Edition. Mhm. Echo in Normal. Mhm. Der Ultra-Carnotaurus. Mhm. Sehr glänzend. Baby-Delta. Ja. Der wütende Triceratops nochmal in Neon. Ja. Unterdrückt, das ist eine Fallenkarte. Cooler Pilot. Ausbruch. Nochmal Ausbruch. Trauriger Moment, auch eine Aktionkarte. Team Jurassic World. Baby Charlie. Baby Echo. Charlie-Ausbruch. Carnotaurus-Ausbruch, Indoraptor-Ausbruch, hungrige Charlie, ein ganz normaler Velociraptor, der hungrige Allosaurus, der Aktion Ankylosaurus, eine Puzzlekarte, von welchem Teil jetzt ist, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Hier ist Blue und ein Stück von einem Carnotaurus, mhm, auch eine Puzzlekarte. Hier ist Echo und hier ist ein Bein von einem T-Rex. Mhm. Blue in der Limited Edition, kommt gleich noch was. Dilophosaurus vs. Gallimimus in der Limited Edition. Und Ultra Blue. Jetzt okay, hole ich mal kurz was. Und zu dieser Zeitung gibt es dann noch dieses kleine Set mit Dr. Who in seinem Labor, einem Dino-Ei und einem kleinen süßen Velociraptor. Oh, süß. Gut, das ist die eine Seite, ne? Mhm. Und jetzt kommt das hier. Sind da auch Karten schon drin? Nein, noch nicht. Ich habe die ja erst... Die musst du erst da rein dortieren, ne? Ja. Das ist das Sammelalbum, ne? Ja, das ist ein Spiel. Kann man größer ausklappen. Ein Spiel? Mhm. Das ist ja toll. Da sind dann die Karten für? Ja. Kann man natürlich auch zum Sammeln nehmen, zum Tauschen, aber auch zum Spielen. Okay. Und das ist das Sammelalbum, ne? Mhm. Hier stehen alle Karten drauf. Aktionkarten, Menschenkarten, Fallenkarten, limitierte Karten. Und hier vorne sind alle Dinosaurierkarten und hier sind die Mega-Karten. Mhm. Hier sind der Schollen. Vor Wut, was? Schon vor Wut? Der Indominus Rex. Okay. Stärkste Dinosaurier Ultra Indominus Rex. Der schnellste Raptor ist Ultra Blue. Die habe ich. Und da hinten ist was ganz Witziges. Achtung. Zahnfliege riecht nach Minze. Oh mein Gott. Wenn ich die habe, testen. Also das ist ein Sammelalbum, ne? Das haben wir heute geholt. Jetzt nochmal eine Zeitung. Das ist keine Zeitung, das ist das. Ach so, das sind nochmal die Sachen, da sind alle Karten. Oh Gott, sind das viele Karten. Oh Gott, sind das viele Karten. Flauschi, guck mal. So viele Karten gibt es davon.
Wahnsinn, so viel Sammelkarten. Da kannst du dein Taschengeld ausgeben, doch. Die Limited Edition Karten kriegt man aber nicht in so einem Booster. Die muss man dann einzeln irgendwo kriegen. Die gibt es ja nicht in diesem Booster. Aber hier bei den Zeitungen sind immer limitierte bei gewesen. Heute war Limited Edition Echo bei gewesen. Das sind die Seiten. Ach, hier ist die Geschichte von denen, ne? Comics drin. So ein kleiner Baby-Raptor, der ist hier aus dem Ei geflüpft. Das ist was für dich, mein Schatz, ne? Das sind die Karten. Der T-Rex. Was? Ey, hier ist ja alles verdreht. Der T-Rex braucht doch keine Pflanzen. Was? Und der Braten. Das ist ein Comic zum Lesen hier. Das ist ja schön. Ah, hier ist auch ein Spiel. Das ist, glaube ich. Und hier ist auch noch ein Spiel. Hier kommt ein Poster. Tanotaurus. Bedrohung. Velociraptor. Mit Blumen. Das ist doch süß, das Poster. Musst du dir ranmachen in dein Zimmer. Das ist die Bauanleitung für das Bewusstlabor. Ja, hier auch nochmal. Oh, guck mal, schöne Comics hier. Das ist toll, ne? Hast du schon gelesen? Ein bisschen was habe ich darin gelesen. Das ist ein Lego-Set zu den Tieren. Gibt ja auch mal ein Lego-Set. Das ist das nächste. Da ist Owen und Blue in einem Hubschrauber. Ah, okay. Das ist im nächsten Magazin. Cool. Cool gezeigt.